Ich sag dir, Einhörner gibt es wirklich. Nein, die gibt es nicht. Yes. Ich hau ab. Sie sind weg. Psst, unser kleines Geheimnis. Mahlzeit ist meine Lieblingszeit. Nee, ist Müll. Okay, ich versuch's nochmal. Das ist ja noch schlimmer. Ich kann gar kein Einhorn zeichnen. Hey, ich bin hier, um dir zu helfen. Schau zu, ich zeig's dir. Du beginnst mit dem Wort Unicorn. Das ist das Geheimnis. Siehst du, daraus entsteht das Einhorn. Dann musst du es nur noch ausmalen. Das ist auch der beste Teil. Regenbogenmähen sind im Moment der letzte Schrei. Und so geht's. Ich bin fertig. Das ist so süß. Hier, das ist für dich. Wow, vielen Dank. Okay, Zeit, diese Tests zu bewerten. Oh, was für ein süßes kleines Detail. Das verdient eine 1+. Nächster. Uff, das ist einfach nur schrecklich. Das ist nicht mal süß. Jemand muss lernen, ordentlicher zu sein. Sei ordentlich? Was? Wie kann das das Testergebnis sein? Naja, kannst du es ihr verübeln? Und wie hast du das coole Ding gemacht? Ach das? Das ist einfach. Oh, ich hab's kapiert. Zeit für ein bisschen Einhorn-Origami. Die richtige Faltung ist sehr wichtig. Ich will nicht aus Versehen einen Drachen oder sowas machen. Oder noch schlimmer, ein Troll. Kannst du dir das vorstellen? Mach die Kanten schön scharf. Jetzt wird es schwieriger. Das Einknicken. Gut, ich glätte diese Faltung noch. Als nächstes kommt die Zeichnung. Ich fange mit einem Auge an. Und jetzt die Regenbogenmähne. Und das Horn. Schau, es ist fertig. Jetzt sieht mein Test nicht mehr so chaotisch aus. Hier ist mein Test. Jetzt ist alles viel ordentlicher. Lass mich mal sehen. Sehr gut. Du verdienst auch eine 1+. Wow, ja, ich hab's geschafft. Hey, bist du... Oh nein, eine Party. Eine Geburtstagsparty. Ups, ich zieh mich mal schnell zurück. Oh nein, was soll ich nur tun? Hier muss es doch was geben, was ich als Geschenk nehmen kann. Vielleicht diese durchsichtige Handyhülle? Ja, daraus kann ich definitiv was machen. Ich habe eine Schüssel. Jetzt schneide ich das Krepppapier klein. Ich mache mehrere Streifen. So, nur noch ein paar. Und fertig. Zeit für den nächsten Schritt. Ich gieße etwas heißes Wasser hinzu. Nur so viel, dass alles bedeckt ist. Gut, jetzt zur durchsichtigen Handyhülle. Ich lege es auch in die Schüssel. Ich will, dass es komplett unter Wasser ist. Jetzt muss ich nur noch ein paar Minuten warten, bis es abgekühlt ist. Die Zeit ist um. Die Farbe hat sich auf die Hülle übertragen. Ich klebe noch ein paar Sticker drauf, um es zu verschönern. Darf die Geburtstagsschleife nicht fehlen. Sie wird es lieben. Hey, Happy Birthday! Ich hab's nicht vergessen. Du hast es für mich gemacht? Oh, es ist perfekt. Ich wechsle es sofort aus. Oh, es ist bezaubernd. Ich liebe es. Oh, das war knapp. Nee, das wird nicht funktionieren. Was zum Geier? Weg damit. Was ist los? Was nützt nichts? Ich habe nichts zum Anziehen. Ich weiß, wie wir das beheben können. Wie wäre es damit? Ich besitze kein Ballerina-Kostüm. Ja, aber ich habe Tüll. Okay, beginnen wir mit dem Dunkelblau. Wir machen ein paar Schichten. Dann brauchen wir ein Gummiband. Du brauchst keine Nähmaschine oder so.
wir binden es einfach um das Gummiband. Super, jetzt noch die anderen Farben. Es ist ein wunderschöner Regenbogen. Ich fühle mich wie das schönste Einhorn. Wow, das ist wirklich toll geworden. Goodbye. Viel Spaß bei deiner Party. Wo ist mein Notizbuch? Oh, schöne Zeichnung, Jake. Nein, mein Notizbuch. Jake, du hast Tee drauf gekleckert. Sorry, ich wusste nicht, dass es da lag. Das war auch mein Liebstes. Jetzt fühle ich mich schlecht. Hey, vielleicht kann ich das wieder in Ordnung bringen. Dieses Glitzer- und Schaumstoffpapier ist definitiv die Lösung. Ich brauche meine treue Schere. Ich brauche viele Schaumstoffformen. Alles klar, ich bin bereit für das Notizbuch. Zeit, ein Einhorn zu machen. Die Regenbogenmähne darf natürlich nicht fehlen. Und eine glitzernde Mähne ist auch toll. Auch die langen Wimpern darf ich nicht vergessen. Ich denke, sie wird es lieben. Hey, sorry wegen deines Notizbuchs. Unglaublich, es ist toll. Kaum zu glauben, dass du das für mich gemacht hast. Herzlichen Dank, Jake. Puh, Kreise abgewendet. Alle meine Stifte sind perfekt angeordnet. Und natürlich ist das mein aktueller Favorit. Hey, wie geht's? Ich muss meine Sachen für den Unterricht rausholen. Mein Stift hat schon bessere Tage gesehen. Kein Scherz, der ist hinüber. Mach dir keine Sorgen, Jake. Ich kann ihn retten. Nagellack? Nein, danke. Der ist nicht für deine Nägel. Oh, für meinen Stift. Wie auch immer. Ich habe eine Schüssel mit Wasser bereitstehen. Jetzt gieße ich den Lack einfach da rein. Der macht ein cooles Muster im Wasser. Ich glaube, ich sollte noch mehr Farben nehmen. Jetzt kann ich meinen Bleistift da eintauchen. Ich wirble ihn einfach durch den Lack. Fantastisch, so bunt. Wow. Wie ein Kunstwerk. Jake, der sieht toll aus. Vielen Dank fürs Teilen. Welche Art Einhorn wärst du gerne? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und denk daran, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren für weitere tolle Videos wie dieses.